Eine Fahrt mit dem Riesenrad für die Demokratie. Mit an Bord Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Das ist allerdings nur ein Vorgeschmack. Am 2. Oktober verwandelt sich anlässlich der Langen Nacht der Demokratie das Umma-Dumm im Werksviertel ins Demokratierad. Es wird in 30 Kommunen quer über ganz Bayern in allen Landesteilen Veranstaltungen geben, wo man für Demokratie wirbt, aber auch dafür wirbt, dass sich eben möglichst viele beteiligen, weil Demokratie lebt davon, dass die Menschen sich beteiligen. Das kann man staatlich gar nicht verordnen. Für München steht das Werksviertel bereit. Hier finden über den ganzen Tag vielfältige Veranstaltungen statt. Aber alle haben eins gemeinsam: Demokratie wird gelebt. Das Werksviertel Mitte zeigt einfach, dass sich vieles um die Demokratie dreht, also das Demokratierad. Und dass man sich in Gesprächen mit der Demokratie auseinandersetzt, ist etwas ganz was Herausragendes und Besonderes. In den Gondeln des Umma-Dumm finden an diesem Tag verschiedenste Workshops statt. Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht. Das Ziel, Demokratie erfahrbar und fühlbar zu machen. Für Schirmherrin Ilse Aigner ein wichtiges Signal, denn auch sie spürt, dass der Ton rauer geworden ist. Die Konflikte werden auf alle Fälle größer und das hat man gerade im Bundestagswahlkampf gesehen, wo wirklich Plakate nicht nur demoliert werden, sondern auch mit Aufschriften versehen, die zu Gewalt aufrufen. Und man merkt auch im Parlament, dass hier die Stimmungen und die Strömungen deutlich auseinandergehen und Demokratie muss einfach immer täglich erarbeitet werden. Das Datum ist bewusst gewählt. Die Nacht der Demokratie endet um Mitternacht und genau dann beginnt der Tag der deutschen Einheit.